Hallo und willkommen, Leute, zum Video-Replay von einer sehr guten Runde mit dem ARM X50B. Dafür bin ich in einem sehr gut aufgestellten Team, sage ich jetzt mal, gelandet. Ja, das Gegnerteam ist auch nicht gerade zu unterschätzen. Vor allem durch ihre ganzen schnellen Panzer. Aber genug gesagt. Lassen wir uns das ablaufen. Dann sehen wir gleich, was passiert. Gehe in meine Ansicht, wie ich das gespielt habe. Und wie man sieht, fahre ich sofort auf meine Position, wo ich der Meinung bin, dass ich mit dem ARM X50B auf dieser Karte am meisten ausrichten kann. Ja, ich gucke natürlich erstmal nach rechts. Wenn ein Spotter hochkommt oder nicht, da kommt natürlich ein Spotter hoch, kriege ich nicht rein und fahre gleich weiter an die Position. Also ich finde persönlich, dass diese Position für die schweren Panzer, für die Autoloader und auch sogar für manche Arten von Jagdpanzern geeignet ist, weil man auf dieser Position am meisten Schutz hat und man kann auf dieser Seite etwas ausrichten und auf dieser Seite. Den habe ich natürlich verpasst zu treffen. Aber man kann natürlich auf dieser Ecke auch immer sehr gut in die Richtung schießen, wo am meisten die Schwarmpanzer herkommen. Und man kann natürlich von der Position auch aufdecken. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass an dieser Ecke wie sonst auch immer irgendjemand sicherlich gucken kommt. Und natürlich kommt da einer. Meine kleine Kelle rein. Bin natürlich noch ein bisschen versteckt, da komme ich nicht ran. Natürlich, dass er noch mal rauskommt, aber da ich ihn spotte, bevor er mich überhaupt sehen kann, wenn er da um die Ecke kommt, denke ich mal, dass er da nicht rauskommt. Und ich versuche natürlich auch bei dem 110er, der da rauskommt, auf die kleine Hutze oben zu schießen, das geht an den Stein. So, und jetzt eine Besonderheit bei den ganzen Autoloadern. Ich lade jetzt einfach schon mal nach, weil ich gesehen habe, dass auf der rechten Seite das komplette Team weg ist und die Insel so gut wie verloren scheint. Denke ich mal, dass wenn, oder ich gehe davon aus, dass sie da einen großen Angriff starten wollen von der Seite, um uns zu umfahren. Und packe erstmal alle vier Kugeln rein. Jetzt sehe ich da, dass da ein E-100 durchs Wasser geht, den ich natürlich für meine Teams erstmal offen halten möchte. Ja. So, da kommen sie schon von der Inselseite und versuchen uns natürlich zu drücken. Jetzt ist mein Kommandant tot. Werde ich aber eigentlich sofort wiederholen, weil der für mich noch etwas wichtig ist. Gucke ich natürlich in die Richtung und nach hinten, ob auf einer Seite schon ein Durchbruch startet oder sowas. Jetzt gucke ich noch, ob ich bei denen noch irgendwas schnell helfen kann. Aber so wie es aussieht, trauen sich die Gegner nicht aus. Ich werde mich sicher gleich wieder umdrehen und in Richtung Fluss gucken, falls die da alle rüberkommen. Sehe ich, dass der E-100 immer noch weiter rein und schon hat er 1600 Stunden. Will ich erstmal gleich wieder den Vierer Reload machen. Jetzt trackt ihn natürlich noch jemand aus dem Team, was für mich von Vorteil ist. Der E-100 stellt sich aber auch ein bisschen bescheiden an, sage ich jetzt einfach mal, weil er quer übers Feld fährt als schwerer Panzer. Das war einmal die Schrottpanzerung. Aber dann wird er so zu mir zeigen. Dann habe ich ihn locker in seinen Messer geholt. Dann habe ich gedacht, der Leopard kommt nochmal raus, startet den Reload. Und dann versuchen sie natürlich von unten hochzudrücken.
verziehe ich mich erstmal nach hinten. Und da mein Team meinen Rücken nicht frei hält, obwohl da drei Panzer stehen, fange ich natürlich erstmal locker meine 1200 Strukturpunkte von HBX50B. Der hat jetzt natürlich alle vier Kugeln verschossen, hat einen Reload von knapp 30 Sekunden. Und jetzt hat er noch 600. Ich habe einen Reload geschafft. Und jetzt werde ich ihn natürlich versuchen, platt zu machen. Weil ich sehe, der WT zieht sich da hinten auch zurück. So. Zwei One-Shots von mir. So, rausgenommen, die Seite sicher gemacht. Das ist natürlich ein Vorteil von AMX50B, dass man einfach zwei Seiten klar Schiff machen kann durch die hohe Geschwindigkeit, die er hat. Und natürlich die hohe Feuerrate. Jetzt muss ich natürlich einen Reload machen, halt mich ein bisschen versteckt und hoffe, dass sie aus dem Flussblatt nicht nach oben drücken. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass hinter meinem Rücken auch frei erhalten wird von dem T110E5 und dem Panther 2, die da den 183er behaken. Jetzt versuche ich meinem Team, was hinten sehr schwach ist, zu helfen. Ich nehme erstmal noch den T-40 aus, der da so frei überfällt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Und weg ist er. Jetzt habe ich noch zwei Kugeln im Lauf. Was ich jetzt aber mache, ist ein Reload. Aus dem einfachen Grund, da sind noch zwei volle Panzer, die ich sehe. Und die kriege ich nicht mit zwei Kugeln weg. Also starte ich den Reload. Mein Teamkamerade ist weg. Jetzt mache ich natürlich einen großen Fehler. Auf der linken Seite weiß ich nicht, was da ist. Obwohl da noch ein AMX50M Freistand irgendwo und fahre natürlich jetzt über diese freie Ecke, was mir natürlich jetzt auch noch eine schöne Kelle von links beschert. Jetzt versuche ich natürlich zu gucken, ob ich an den Rand komme, sehe, dass meine Kanone natürlich durch den Neigungswinkel nicht nach unten geht und verpfeife mich gleich wieder. Habe ein Riesenmehl, dass das Objekt daneben schießt. Bin fertig mit Freeload und 1600 Strukturpunkte sind natürlich für eine Ladung überhaupt nicht. Jetzt bringe ich mich mal kurz in Sicherheit, nachdem ich die vier Kugeln verschossen habe. Jeder weiß, dass ich jetzt noch eine 30-sekündige Reload-Zeit habe. Warum sie jetzt nicht angegriffen haben, verstehe ich eigentlich auch nicht. Ja. Und ich werde natürlich den Drehkranz, meine Ketten und das Funkgerät auch gleich noch reparieren, weil wenn der Drehkranz kaputt ist, das ist nicht so lustig mit dem Fahrzeug. Der Turm dreht viel zu langsam. Jetzt deckt der Jagdtiger mir natürlich noch den Leopard auf. Ich habe meinen Reload fertig. Ich bin natürlich jetzt etwas vorsichtiger, weil ich habe noch 90 Strukturpunkte. Ich bin für jeden Panzer ein One-Shot, der noch im Spiel ist. Hoffe darauf, dass irgendeiner von den beiden gleich schießen wird, in der Hoffnung auf den Jagdtiger, dass sie zumindest auf den Jagdtiger schießen, weil wenn sie geschossen haben, kann ich auf jeden Fall einen von den beiden rausnehmen, wenn ich richtig treffe. Leopard hat geschossen. Also gehe ich nach vorne. Was ich jetzt mache, ist ein bisschen dumm angestellt. Ich versuche, die kleine Hutze oben auf dem Dach zu treffen von dem. Aber ich komme nicht richtig ran. Und verschieße drei Kugeln in den Wind. Was aber nicht so schlimm ist, weil mein Team, zumindest der Tutorial, der noch über ist, hinter mir auch noch mitdrückt. So, und so schnell geht das, dass wir von einem 11:11 zu einem 14:12 kommen. Ja. Jetzt weiß ich natürlich, dass der IS-8 nur noch in der Base sein kann, weil wer anders kennt der da nicht. Ich versuche für das Team wenigstens was zu spotten mit meinen 90 Strukturpunkten. Habe Glück, ihn zu spotten und habe auch noch Glück, dass er verschießt. Und dann weiß ich natürlich, dass er jetzt zwei Kugeln landen in seiner Shotgun herum, aber der Jagdtiger nimmt den Panzer raus und das Spiel ist gewonnen. Die Spielestatistik sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, sag ich jetzt mal, für meine Verhältnisse. Und zwar habe ich auf dem Panzer AMX50B das Panzerass gemacht, habe Spartaner gemacht, Verteidiger, Hochkaliber und Top Gun. Ja, ich habe in der Runde 6749 Schaden gemacht und 1240 Erfahrungspunkte einzeln. In dem
detaillierten Bericht sieht man natürlich auch 87.550 Credits habe ich gemacht. Natürlich habe ich Granaten verschossen. Zwar keine Goldgranaten, aber normale Granaten, die mich knapp 30.000 gekostet haben. Zwei Reparaturkits musste ich benutzen, also zumindest einmal, um den Kommandanten zurückzusetzen und die Reparatur einzuleiten. Das Ganze hat mir mit Premium 1860 Punkte Einsinn gebracht und eben das Panzerass. Ja, gekillt haben wir natürlich 6 Fahrzeuge, sonst hätten wir keine Top Gun gekriegt. So.